Servus, willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Vlog 2, das Format möchte ich so halten, dass ich hier möglichst frei spreche, ohne schneiden zu müssen. Daher entschuldige ich mich jetzt schon, falls ich mich mal versprechen sollte. Aber ich denke, das ist ja menschlich und von daher soll es passen. Heutiges Thema Bushcraft, Survival und ja, weshalb ich das Thema nicht großartig behandle auf diesem Kanal. Ich persönlich würde mich als YouTuber eher so als Military Lifestyle, Tactical Lifestyle und Bergsport-YouTuber sehen. Gewisserweise auch Survival und Bushcraft. Aber im Vergleich zu anderen Bushcraft- und Survival-YouTubern handhabe ich das ganze Thema ja anders. Beziehungsweise ich mache ja keine Videos, wie mache ich Feuer, wie schlafe ich draußen und so in die Richtung. Das mache ich ja aktuell nahezu gar nicht. Daher jetzt direkt am Anfang, vergiss natürlich nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu klicken und wenn das Video 10.000 Aufrufe erreicht, was ich persönlich jetzt nicht denke, dann werde ich auch mehr mit Bushcraft und Survival machen. Aktuell, ja, habe ich es nicht für nötig gehalten. Ja, ich habe mich natürlich auch viel mit Bushcraft und Survival befasst, vor allem vor einigen Jahren, als ich eben angefangen habe, viel rauszugehen. Da liegt es auf der Hand, man guckt dann im Internet, findet Bear Grylls und feiert das ein bisschen und merkt dann, man braucht an sich nur ein Messer und kann schon anfangen, Survival und Bushcraft zu betreiben. Ich werde das in dem Video jetzt auch so ungefähr gleich behandeln, als ob Survival und Bushcraft fast das gleiche ist. Wobei mir bewusst ist, dass es natürlich nicht das gleiche ist. Survival sind eher so die Überlebenstechniken und Bushcraft eher so das draußen Überleben und ein bisschen auch handwerklich, wenn ich es so erklären kann. Ich denke, das haut schon ungefähr hin. Schreib mir gerne die Beschreibung, wie du Bushcraft und auch Survival definierst. Okay, dann habe ich eben so ein bisschen angefangen, mich damit zu befassen, habe dann draußen Feuer gemacht, habe Hütten gebaut, habe auch draußen geschlafen mit minimalster Ausrüstung und ich hatte das Glück, dass wir einen Privatwald besitzen und ich da eben nahezu uneingeschränkt Sachen machen konnte und im Vergleich zu vielen anderen, die das eben betreiben, viele Möglichkeiten hatte, die andere nicht haben. Jedoch war für mich, vor allem weil ich dann militärisch interessiert war, Survival und auch gewisserweise Bushcraft, so eine richtige Grundlage. Also das, was eigentlich jeder können muss, wenn nicht sogar beherrschen muss. Und von daher habe ich es für mich nie als notwendig gesehen, dazu Videos zu machen, weil das einfach so eine Sache ist, die man als Grundlage voraussetzen kann. Ich hoffe, das Lavalier-Mikrofon macht bei dem Wind mit. Ja, werden wir sehen. Also ja, es war halt meiner Meinung nach eine ziemliche Grundlage und auf so derartige grundlegende Sachen wollte ich nicht eingehen. Das soll jetzt nicht falsch klingen, man kann es auch falsch verstehen, dass ich meine, dass es so einfach ist und keinen Erklärungsbedarf gibt. Nein, das meine ich keinesfalls so. Es gibt viele Sachen, die man machen kann. Man kann sich da extrem reinfuchsen. Und es gibt ja auf YouTube einen wirklichen Trend, dass viele YouTuber Bushcraft und Survival sehr behandeln. Und aus dem ganzen Survival, was damals, nach meinem Verständnis, so vor 10 Jahren oder so noch so eine Randerscheinung war, ist ja inzwischen auch schon eine eigene Sparte geworden. Das Survival, was ja eigentlich Überleben heißt, zu einem Freizeitsport geworden ist. Die Leute wirklich betreiben und Spaß daran haben. Wobei ja Survival an sich eher das Überleben ist. Also heißt eigentlich Notfalltechniken und das betreiben Leute inzwischen als Hobby, ist auch vollkommen verständlich. Mein Bereich ist es nicht unbedingt, für mich ist es immer noch eine Grundfähigkeit, die man eben haben muss, dann muss man sich auskennen, meiner Meinung nach, um eben draußen unterwegs zu sein. Denn ich habe fast immer viel Ausrüstung dabei und ich bin auch ein ziemlicher Ausrüstungsfetischist, also ich stehe total auf Ausrüstung. Jetzt nicht auf sexuelle Weise, sondern halt so wirklich vom Material, von der Herstellung, wie benutzt man das. Setups finde ich total interessant, wie man was zusammenstellt und dann eben ein Setup so gestaltet, dass es funktioniert und man dann draußen zurechtkommt. Also es sind Übungen oder beim Training immer benutzt und dann im Einsatz halt das Ganze beherrscht. Oder wenn man halt unterwegs ist, alles automatisch geht, wie man die Reißverschlüsse öffnet, welcher Rucksack wo. Und das ist was, was ich total interessant finde. Und beim Survival an sich geht es halt nicht so viel um Ausrüstung. Gut, dadurch ist es günstig, schnell zu machen und an sich kann es jeder machen. Also an sich kannst du mit einem Schweizer Taschenmesser oder mit einem Küchenmesser rausgehen und Survival machen. Denn Survival ist ja Überleben und Überleben kann man theoretisch auch nackt. Jetzt ganz runtergebrochen. Ich weiß, einige werden schon hier aufschreien und sagen, oh mein Gott, was macht der da? Ja, das waren jetzt so ein paar Gedanken, die ich da zu dem ganzen Thema habe. Und da ich eben diese Ausrüstung so mag, mache ich ja Survival nicht wirklich. Und auch Bushcraft mache ich nicht wirklich, weil ich baue mir seltenst ein Shelter. Ich mache das immer wieder mal, filme das aber fast nie. Habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, muss ich auch sagen. Draußen schlafen tue ich relativ oft, auch mit Schlafsack, mit Isomatte, wie auch immer. Das kann ich alles und das sind alles Grundfähigkeiten. Ich soll es vielleicht öfter auch mal filmen, mal festhalten, denn nicht für jeden
ist es so wie für mich, denn ich bin nahezu im Wald aufgewachsen. Also jetzt nicht so à la Mowgli, sondern ich war halt schon sehr früh immer im Wald unterwegs und auch draußen geschlafen und viel erlebt und viel gemacht. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich mich über andere rüberstelle. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen, manche sind erfahrener, machen trotzdem Sachen falsch, die andere mit weniger Erfahrung richtig machen. Ich möchte nur so ein bisschen so Brainstorming machen und frei reden eben über das Thema, weil ich eben viele Nachrichten bekomme und viele Leute, die mir folgen, du vielleicht auch, ein Bushcrafter oder dich als Bushcrafter bezeichnest. Und von daher dachte ich, ich muss da mal drauf eingehen. Und wie er gesagt, wenn das Video wirklich 10.000 Aufrufe erreicht, was ich jetzt aktuell nicht so wirklich denke, dann werde ich auch das Thema Bushcraft und Survival noch mal ein bisschen mehr behandeln. Denn ich habe es schon oft gemacht, aktuell nicht mehr so viel. Und es ist ja Nachfrage da. Und es gibt sicherlich auch bei den Sachen, die ich mache, wirklich interessante Sachen, die andere vielleicht nicht so machen. Und meine Herangehensweise ist ja eh sehr anders teilweise. Und von daher, schreib es gerne auch in die Kommentare, wenn ich ein bisschen Bushcraft, Survival-Videos machen soll. Oder wenn du es gerne sehen würdest von mir. Ansonsten, wenn du denkst, ich soll eher beim Bergsport und beim Taktischen bleiben, schreib es gerne auch in die Kommentare. Ja, ich hoffe, also ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie lange ich jetzt gebraucht habe für dieses Video. Ja, ich denke, das war es auch soweit eigentlich. Ich habe jetzt schon lange gedacht, ich muss mal auf das Thema eingehen. Und ja, jetzt bin ich gerade eben ein bisschen mit leichtem Gepäck unterwegs und möchte noch was anderes abdrehen. Und da dachte ich, ich rede jetzt einfach mal so ein bisschen frei über das Thema Survival und Bushcraft. Okay. Dann beende ich das Video hier jetzt und danke fürs Anschauen. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, wenn es dir gefällt, Glocke zu klicken, wenn du benachrichtigt werden möchtest. Wenn es dir gar nicht gefällt, kannst du gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn es konstruktives Feedback ist, und hoffentlich bis bald. Ciao.